Des Heiligen Geistes. Amen. Gnade und Friede vom auferstandenen Herrn Jesus Christus sei mit euch. Verehrte Gottesdienstbesucher, liebe Mitfeinde hier in der Pfarrkirche und zu Hause an den Bildschirmen, liebe Kinder, Schwestern und Brüder. In der heiligsten aller Nächte des Jahres hat gestern Abend Abbe André, ausgehend vom Osterfeuer, die Osterkerze dieses Jahres hereingetragen in die Kirche, in die dunkle Kirche, mit dem Ruf Lumen Christi, Christus, Licht dieser Welt. Es ist eine neue Versicherung. Er ist es, auch heuer, auch in diesem Jahr, wo wir unter anderem Vorzeichen erneut das Fest der Auferstehung des Herrn feiern müssen. Gestern bekam dieser Gottesdienst hier in der Pfarrgemeinde eine ganz besondere Note. Abbe André konnte im Sakrament der Taufe eine Mutter und ihre beiden Kinder in unsere Kirche aufnehmen. Mit Erlaubnis von Bischof Bertram hat er die Mutter auch gefirmt und ihr bei diesem Gottesdienst das erste Mal die heilige Eucharistie gereicht. Wir sind hierher gekommen am Ostermorgen zu diesem Gottesdienst. Im Evangelium werden wir hören, wie die Jünger aufgefordert werden, geht ihm voraus nach Galiläa, dort würdet ihr den Herrn treffen, ihn, der von den Toten auferstanden ist. Und ich denke, dieser Aufruf, der gilt auch uns Jahr für Jahr, aufzustehen, uns auf den Weg zu machen, ganz gleich, wie es bei uns ausschaut, was wir für Kümmernisse haben und auch für Freuden, und diesem Herrn nachzugehen, sich auf den Weg zu machen, ihm zu folgen. Er geht voran, ihn treffen wir, wo immer wir uns versammeln, zu diesem, wie er sagt, zu seinem heiligen Mahl der Liebe. So begehen wir dieses Osterfest auch am Ostermorgen. Wir begegnen hier den auferstandenen Herrn und bitten ihn um Vergebung, wenn der Chor das Kyrie singt. Thank you.
Der auferstandene Herr, gewähre uns Verzeihung und Vergebung all unserer Sünden und Schuld und erführe uns dereinst zum ewigen Leben. Gloria in excelsis Deo. Lasset uns beten, allmächtiger, ewiger Gott, am heutigen Tag hast du durch deinen Sohn den Tod besiegt und uns den Zugang zum ewigen Leben erschlossen. Darum begehen wir in Freude das Fest seiner Auferstehung. Schaffe uns neu durch deinen Geist, damit auch wir auferstehen und im Licht des Lebens wandeln. Darum bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, unseren Herrn und Gott, der in der Einheit des Heiligen Geistes mit dir lebt und herrscht in aller Ewigkeit. Lesung aus der Apostelgeschichte. In jenen Tagen begann Petrus zu reden und sagte: Ihr wisst, was im ganzen Land der Juden geschehen ist, angefangen in Galiläa, nach der Taufe, die Johannes verkündet hat.
wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit dem Heiligen Geist und mit Kraft, wie dieser umherzog, Gutes tat und alle heilte, die in der Gewalt des Teufels waren. Denn Gott war mit ihm. Und wir sind Zeugen für alles, was er im Land der Juden und in Jerusalem getan hat. Ihn haben sie an den Pfahl gehängt und getötet. Gott aber hat ihn am dritten Tage auferweckt und hat ihn erscheinen lassen, zwar nicht dem ganzen Volk, wohl aber den von Gott vorherbestimmten Zeugen, uns, die wir mit ihm nach seiner Auferstehung von den Toten gegessen und getrunken haben. Und er hat uns geboten, dem Volk zu verkünden und zu bezeugen: Dieser ist der von Gott eingesetzte Richter der Lebenden und der Toten. Von ihm bezeugen alle Propheten, dass jeder, der an ihn glaubt, durch seinen Namen die Vergebung der Sünden empfängt. Wort des lebendigen Gottes. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Halleluja, Halleluja, Halleluja. Unser Paschalamm ist geopfert, Jesus Christus. So lasst uns Festmahl feiern in der Freude des Herzens. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geist. Aus dem Heiligen Evangelium nach Johannes. Ehre sei dir, O Herr.
Am ersten Tag der Woche kam Maria von Magdala frühmorgens, als es noch dunkel war, zum Grab und sah, dass der Stein vom Grab weggenommen war. Da lief sie schnell zu Simon Petrus und den anderen Jüngern, den Jesus liebte, und sagte zu ihnen: Sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin sie ihn gelegt haben. Da gingen Petrus und der andere Jünger hinaus und kamen zum Grab. Sie liefen beide zusammen, aber weil der andere Jünger schneller war als Petrus, kam er als erster ans Grab. Er beugte sich vor und sah die Leinenbinden liegen, ging aber nicht hinein. Da kam auch Simon Petrus, der ihm gefolgt war, und ging in das Grab hinein. Er sah die Leinenbinden liegen und das Schweißtuch, das auf dem Haupt Jesu gelegen hatte. Es lag aber nicht bei den Leinenbinden, sondern zusammengefaltet daneben an einer besonderen Stelle. Da ging auch der andere Jünger, der als erster ans Grab gekommen war, hinein. Er sah und er glaubte, denn sie hatten noch nicht die Schrift verstanden, dass er von den Toten auferstehen müsse. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Verehrte Brüder und Schwestern hier in der Kirche und zu Hause an den Bildschirmen, liebe Jugendliche und Kinder. Zu allen Zeiten der Kirchengeschichte haben Menschen die Frage gestellt: Sind die Auferstehungsberichte der Heiligen Schrift unbestechliche und glaubhafte Zeugnisse? Wir können das Geschehen vom Ostermorgen ja nicht nur einmal lesen. Die vier Evangelisten berichten davon in nahezu übereinstimmenden Aussagen. Jeder von ihnen hat aber auch etwas niedergeschrieben, was wir als Nebensächlichkeiten betrachten, wie zum Beispiel Johannes, der als einer der Ersten am leeren Grab war. Nur er nennt die Leinenbinden und das Schweißtuch, das auf dem Kopf Jesu gelegen hatte. Und diese beiden Gegenstände beschreibt er sogar in ihrer Lage im leeren Grab. Zahlreiche Zeugnisse finden wir außerdem in der Apostelgeschichte und in den Apostelbriefen, die uns bis heute erhalten sind. Daneben haben wir vor allem aber auch die Blutzeugnisse von 11 der 12 Apostel, die für ihre Überzeugung ihr Leben hergegeben haben als Märtyrer durch Kreuzigung, Enthauptung oder auch Häutung bei lebendigem Leib, um nur ein paar Grausamkeiten zu nennen, die mit ihnen geschehen sind. Man müsste fragen, was bedarf es da bis heute anderer Beweise für die Auferstehung des Herrn? Genau genommen müsste man manchen Zweifler fragen: Für welche Überzeugung würden denn Sie Ihr Leben hergeben? Zum Osterfest braucht es ja keine langen Bekenntnisformeln. Auf den Punkt gebracht ist das nach wie vor in der Ostkirche. Dort lautet und lautet heute noch der freudige Osterruf, den sich die Menschen zusprechen: Christus anexit. Christus ist auferstanden, und sie geben sich auch die Antwort: Er ist wahrhaft auferstanden. Der sehr volksnahe und langjährige Bischof von Innsbruck, Dr. Reinhold Stecher, er ist vor 8 Jahren am 29. Januar 2013 gestorben, schreibt in einer Osterpredigt: Auch er möchte den Gläubigen wie in einer mathematischen Kurzformel die Auferstehung nahebringen, und zwar so, dass es jeder verstehen kann. Dabei räumt er bescheiden ein: Am Gymnasium in Mathematik kein großes Licht gewesen zu sein.
Nur mit gemischten Gefühlen habe er sich stets an komplizierte Gleichungen mit vielen Zahlen, Buchstaben und unbekannten Größen herangewagt, mit A und B und Y und X. Aber eines habe er sofort kapiert, nämlich, dass auch bei noch so ausgedehnten Klammerrechnungen, was immer sie beinhaltet haben, das Zeichen vor der Klammer ausschlaggebend war. Minus oder Plus, das entschied die Frage. Und von diesem Vorzeichen hing alles andere in der Gesamtrechnung ab. Und dann kommt seine simple Erklärung, die sicherlich nach wie vor auch für uns seine Gültigkeit hat. Unsere ganze menschliche Existenz, unser Dasein ist wie in eine große Klammer geschrieben. Da sind viele bekannte und noch mehr unbekannte Größen, Wurzeln, die vielleicht nie ganz aufgehen, wenn man sie nachrechnet. Da sind Brüche und Potenzen mit vielen Kompliziertheiten und mit Rätseln, eben mit A und B und Y und X. In dieser Klammer menschlichen Daseins stehen Vergangenheit und Zukunft, stehen Erbe und Umwelt, stehen Schuld und Verdienst, Leiden und Gesundheit, Einsicht und Irrwege. Da steht auch unser guter Wille und unser klägliches Versagen. Da stehen Krisen und auch Entfaltungen, Leben und Tod, ja Zeit und Ewigkeit. Alles steht in dieser gewaltigen Klammer unseres Daseins, unseres Lebens in der oft so schwierigen Formel unserer menschlichen Existenz. Da haben wir wenig Bekanntes und viel Unbekanntes. Manchmal müssen wir uns eingestehen, es geht uns ähnlich wie dem kleinen Gymnasiasten in der Mathematikschularbeit, der da die Sache klären soll und irgendwann weiß, das Glockenzeichen, das die Prüfung beendet, rückt immer näher und für die Lösung der Rätsel auch dieses Lebens bleibt immer weniger Zeit für mich. So, liebe Schwestern und Brüder, stand und steht der Mensch sinnend vor dieser großen Klammer des Daseins und ist nicht selten versucht, vor all das ein dickes Minus zu setzen. Das Minus von Sinnlosigkeit, von Überforderung, von Resignation und Verzweiflung und manchmal sogar das Zeichen des Zynismus. Solche Minuszeichen finden wir unschwer auch in den großen Werken von Philosophen, in Werken der Weltliteratur und manchmal auch in der Kunst der Zeit. Dieses Minus schreiben wir oft auch einfache Menschen, wenn sie vom Schicksal überlastet sind, vor die große Klammer ihres Lebens. Aus wissenschaftlichen Untersuchungen über den Suizid, dem Selbstmord, wissen wir, dass ein Hauptmotiv im vorgerückten Alter oft die negative Lebensbilanz darstellt, die große Lebensrechnung mit dann dem großen Vorzeichen Minus. Und dann kommt Ostern. Mit der Auferstehung von Jesus Christus macht der unendliche Gott vor die große Klammer unseres Daseins einen kleinen, einen scheinbar unbedeutenden, aber einen senkrechten Strich. Aber dieser Strich ändert alles, denn aus dem Minus wird ein Plus. Trotz der vielen unbekannten Fragwürdigkeiten, Unsicherheiten und Belastungen. Die Auferstehung Jesu wertet unser Dasein um und so wird diese Botschaft auch im Neuen Testament von vornherein verstanden. Die große Gleichung heißt also dann plus, Klammer auf, und dann kommt die schier endlose Liste mit Schicksal und Schuld, Dunkel und Licht, Angst und Hoffnung, Leben und Tod, Klammer geschlossen. Nach dem Ist-Gleich-Zeichen steht
seit dem Tag der Auferstehung für uns das ewige Heil. In der Liturgie beten wir, Herr Jesus Christus, durch deinen Tod und deine Auferstehung hast du unsere Welt erlöst. Es gibt sicher niemanden hier unter uns, der sich in all dem, was wir in die große Klammer des Lebens hineingepackt haben, am Positiven und Negativen, sich nicht mehrfach wiederfinden würde. Ein Kreuz hat einen Querbalken, der reicht auf vielfältige Weise in unsere Welt hinein. Ein Kreuz hat aber auch einen Längsbalken, der zeigt von unten nach oben, vom Irdischen zum Himmel. Er zeigt vom Tod zum Leben. Denken Sie manchmal daran, wenn Sie das Kreuz, das Zeichen unseres Glaubens, über sich schlagen, und erinnern Sie sich dann daran, ich bin ein erlöster Mensch. Vergessen Sie deshalb nicht, auch ganz bewusst, den Balken von unten nach oben immer wieder zu leben. Also den Osterbalken. Amen. Jesus Christus ist von den Toten auferstanden. Das ist einer unserer Glaubensfaszikel. Bekennen wir uns zum Herrn neu im Glaubensbekenntnis. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten. Amen. Bei den Fürbitten sind wir heute gebeten, auf den Anruf der Lektorin, du Herr des Lebens, miteinander zu beten. Wir bitten dich, erhöre uns. An diesem Osterfest richten wir unseren Blick vom Tod zum Leben, das uns Gott in der Auferstehung seines Sohnes geschenkt hat. Und wir nehmen all jene ins Gebet mit hinein, die sich schwer damit tun. Wir bitten für alle, die an diesem Osterfest getauft werden, erhalte sie in der Freude über deine Menschenliebe und lass sie immer mehr zu Zeugen des Lebens werden. Du Herr des Lebens, wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten für alle, die das Evangelium von der Auferstehung verkünden. Erfülle sie mit neuer Kraft und lass sie nicht müde werden, Menschen glaubwürdig im Herzen anzurühren. Du Herr des Lebens, wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten für alle, die unter der Last der Pandemie besonders leiden. Lass auch sie teilhaben an der Hoffnung, dass nicht der Tod, sondern das Leben das letzte Wort haben wird. Du Herr des Lebens, wir bitten dich, erhöre uns. Wir bitten für alle, die nicht an eine Auferstehung glauben können. Lass ihnen Menschen begegnen, die sie liebevoll begleiten und so die Botschaft vom Leben weitertragen. Du Herr des Lebens, wir bitten dich, erhöre uns.
Wir bitten für alle Menschen, die an Gräbern stehen, bei lieben Verstorbenen, aber auch an den Gräbern von Ideen und Zukunftsplänen. Lass sie neue Hoffnung schöpfen und auf den Weg achten, der vor ihnen liegt. Wir beten heute besonders für Alois, Anna und Erwin Merkel, Pfarrer Bruno Fess, Josef Schmid, Michael Schmid, Martha Scholze, Eltern Elisabeth und Josef Strasser, Eltern Anton und Maria Schlachtbauer und Bruder Anton, Großeltern Schlachtbauer und lebende und verstorbene Angehörige, Manfred Ziegelmeier und Anna Ziegelmeier, Angehörige Keck, Hemm und Eisenmann, Michael Schober, Eltern und Schwiegereltern, Ernie Kellermann, du Herr des Lebens. Wir bitten dich, erhöre uns. Gott des Lebens, in deine Hände legen auch wir heute mit neuem Vertrauen unser Leben. Dir sei Lobpreis und Ehre in Zeit und Ewigkeit. Amen. Thank you.
Herr, unser Gott, nimm die Gaben an, die wir in österlicher Freude darbringen für das Opfer, durch das deine Kirche auf wunderbare Weise wiedergeboren und gestärkt wird. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. Erhebet die Herzen. Wir haben sie, mein Herr. Lasset uns danken dem Herrn, unserem Gott. In Wahrheit ist es würdig und recht, dir, Vater, immer und überall zu danken und diesen Tag aufs Höchste zu feiern, da unser Osterlamm geopfert ist, Jesus Christus. Denn er ist das wahre Lamm, das die Sünde der Welt hinwegnimmt. Durch seinen Tod hat er unseren Tod vernichtet, und durch seine Auferstehung das Leben neu geschaffen. Darum jubelt heute der ganze Erdkreis in österlicher Freude. Darum preisen dich die himmlischen Mächte und die Chöre der Engel und singen das Lob deiner Herrlichkeit. Ja, du bist heilig, großer Gott, du bist der Quell aller Heiligkeit. Darum kommen wir vor dein Angesicht und feiern in Gemeinschaft mit der ganzen Kirche das Hochfest der Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus. Durch ihn, der zu deiner Rechten erhöht ist, bitten wir dich, sende deinen Geist auf diese Gaben herab und heilige sie, damit sie uns werden Leib und Blut deines Sohnes, unseres Herrn Jesus Christus. Denn am Abend, an dem er ausgeliefert wurde und sich aus freiem Willen dem Leiden unterwarf, nahm er das Brot und sagte Dank, brach es, reichte es seinen Jüngern und sprach: Nehmet und esset alle davon, das ist mein Leib, der für euch hingegeben wird. Ebenso nahm er nach dem Mahl den Kelch, dankte wiederum, reichte ihn seinen Jüngern und sprach: Nehmet und trinket alle daraus, das ist der Kelch des neuen und ewigen Bundes, mein Blut, das für euch und für alle vergossen wird, zur Vergebung der Sünden. Dann gab er ihnen den Auftrag: Tut dies zu meinem Gedächtnis. Thank you.
Geheimnis des Glaubens. Thank you.
Gütiger Vater, feiern wir das Gedächtnis des Todes und der Auferstehung deines Sohnes und bringen dir so das Brot des Lebens und den Kelch des Heiles dar. Wir danken dir, dass du uns berufen hast, vor dir zu stehen und dir zu dienen. Wir bitten dich, schenke uns Anteil an Christi Leib und Blut und lass uns eins werden durch den Heiligen Geist. Gedenke deiner Kirche auf der ganzen Erde und vollende dein Volk in der Liebe. Verein mit unserem Papst Franziskus, unserem Bischof Bertram und allen Bischöfen, unseren Priestern, Ordensleuten und Diakonen und mit allen Menschen, die zum Dienst in der Kirche bestellt sind. Herr, gedenke aller, die an diesem Osterfest aus dem Wasser und dem Heiligen Geist wiedergeboren und zu neuem Leben erweckt sind, denen du alle Sünden vergeben hast. Gedenke auch unserer Brüder und Schwestern, für die wir dieses heilige Opfer darbringen und die entschlafen sind in der Hoffnung, dass sie auferstehen. Wir bitten dich für alle unsere Verstorbenen, für die zu beten wir uns heute zum Fest der Auferstehung in besonderer Weise vorgenommen haben. Nimm sie und alle, die in deiner Gnade aus dieser Welt geschieden sind, in dein Reich auf, wo sie dich schauen von Angesicht zu Angesicht. Vater, erbarme dich über uns alle, damit auch uns das ewige Leben zuteil wird, in der Gemeinschaft mit der seligen Jungfrau und Gottesmutter Maria, mit dem heiligen Josef, mit deinen Aposteln, mit unseren Namenspatronen und mit allen, die bei dir Gnade gefunden haben von Anbeginn der Welt, dass wir dich loben und preisen durch deinen Sohn Jesus Christus. Denn durch ihn und mit ihm und in ihm ist dir, Gott allmächtiger Vater, in der Einheit des Heiligen Geistes alle Herrlichkeit und Ehre jetzt und in Ewigkeit. In der Taufe haben wir den Geist empfangen, der uns zu Kindern Gottes macht. Darum beten wir voll Vertrauen. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Erlöse uns, Herr allmächtiger Vater, von allem Bösen und gib barmherzig Frieden in unseren Tagen. Komm uns zu Hilfe mit deinem Erbarmen und bewahre uns vor Verwirrung und Sünde, damit wir voll Zuversicht das Kommen unseres Erlösers, Jesus Christus, erwarten. Am Ostertag trat Jesus in die Mitte seiner Jünger und sprach den Friedensgruß. So bitten wir, Herr Jesus Christus, du Sieger über Sünde und Tod, schau nicht auf unsere Fehler und Sünden, sondern auf den Glauben deiner Kirche und schenke auf der ganzen Erde Einheit und Frieden. Der Friede des auferstandenen Herrn sei alle Zeit mit euch. Lamm Gottes, du nimmst den Weg die Sünde der Welt. Erbarme dich unser. Zum Fest der Auferstehung lädt uns der Herr in besonderer Weise ein zum Mahl des Lebens. Seht Christus, das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt hinwegnimmt. Herr, ich bin nicht würdig, dass du eingehst unter mein Dach, aber sprich nur ein Wort, so wird meine Seele gesund. Unser Osterlamm ist geopfert, Christus der Herr, Halleluja. Wir sind befreit von Sünde und Schuld. So lasst uns Festmahl halten in Freude. Halleluja.
Lasset uns beten. Allmächtiger Gott, du hast deiner Kirche durch die österlichen Geheimnisse neues Leben geschenkt. Bewahre und beschütze uns in deiner Liebe und führe uns zur Herrlichkeit der Auferstehung. Darum bitten wir durch Christus, unseren Herrn. Liebe Schwestern und Brüder, ich darf nun zunächst einmal die Osterspeisen segnen, die Sie zum Gottesdienst mitgebracht haben oder die Sie auch zu Hause bereitgelegt haben. Unsere Hilfe ist im Namen des Herrn. Lasset uns beten, Herr unser Gott, du hast uns an diesem hochheiligen Tag hier zusammengeführt und zu deinem Mahl eingeladen. So lässt uns bereits jetzt teilhaben am verklärten Leib deines Sohnes. Wir bitten dich, segne diese Osterspeisen, die wir im gemeinsamen Mahl in unseren Familien einnehmen werden. Hilf uns, dass wir die Freude und die Gemeinschaft, die wir hier erleben durften, in unseren Familien und mitten in unserer Welt verwirklichen können. So möchten wir überall den siegreichen Tod und die glorreiche Auferstehung unseres Herrn verkünden, der mit dir lebt und herrscht in alle Ewigkeit. Schwestern und Brüder hier und zu Hause an den Bildschirmen, unter den gegebenen Voraussetzungen haben wir hier ein sehr schönes Osterfest gefeiert. Ich bedanke mich in herzlichster Weise auch hinauf auf den Chor, zu den Sängern, zu den Bläsern, zur Organistin. Ein ganz besonderer Dank einem Vergeltsgott gehört heute der Familie Keck, die gestern und heute schon weder Zeit noch Mühe gescheut haben, um den Ostergottesdienst zu übertragen, auch hin zu denen, die gerne hier wären, aber denen es aus irgendwelchen Gründen, sei es Alter, Krankheit oder einfach, weil wir nicht so viel in die Kirche hereinlassen dürfen, nur auf diese Art und Weise teilnehmen konnten. Ein ganz herzlicher Dank noch einmal. Mit Ihrem Pfarrer Abbe Andre wünsche ich Ihnen allen ein gesegnetes Osterfest. Machen Sie sich bisweilen einen Gedanken, gerade wenn es uns nicht so gut geht. Wir sind im Grund erlöste Menschen. Das ist die Osterbotschaft, die gilt. Der Herr sei mit euch. Und mit deinem Geiste. An diesem Tag, der geheiligt ist durch die Auferstehung unseres Herrn Jesus Christus, segne euch der gütige Gott und bewahre euch vor der Finsternis der Sünde. Amen. In Christus haben wir Anteil am ewigen Leben.
In ihm führe ich Gott zur unvergänglichen Herrlichkeit. Unser Erlöser hat uns durch die Tage seines Leidens zur äußerlichen Freude geführt. Er geleitet euch alle Tage des Lebens bis hin zu jener Osterfreude, die niemals endet. Amen. Das gewähre euch der dreieinige Gott, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Geht hin in Frieden, Halleluja, Halleluja.